So, wir starten jetzt gleich mit dem Grand Final ESWC Qualifier 4. Drei Deutsche und Köns. Und drei Slots Ja, und der gibt's zu Holländer. gewinnen. Genau, Es und wäre der so schlimm, Holländer. wenn der Holländer einfach gewinnt. Vielleicht gibt es ein Remake von 2007 ESWC Grand Final, wo Xeno gegen drei Franzosen gewonnen hat. Das wäre assi. Die Frage ist gleich, wer ist Österreicher? Ja. Österreicher sind heute nicht dabei. Wer führt? Auf jeden Fall muss man rückblickend sagen, super Leistung von den drei Deutschen bisher im Turnier. Wirklich fabelhaft gekämpft, alles gegeben. Ja, Dennis hatte ein paar Schwierigkeiten im Loser Bracket im direkten Semifinal, Ja. wo er teilweise einfach komplett auf einer Map nur 16 von 16 Punkte gemacht hat, obwohl man eigentlich 20 macht, aber ich denke, er ist irgendwo von der Map geflogen oder so. Aber Ja, das war trotzdem, schon ne? Es ist halt wirklich. grenzwert. Ja, das ist mega gut. Vor Jahren hätte man sich das noch nicht vorstellen können, dass Na, auf es da gar keinen mal Fall. wirklich so viele Deutsche dann zum ESWC schaffen. Ich hoffe, die Jungs schaffen es jetzt und schaffen es dann auch irgendwie überhaupt dahin zu kommen. Ich denke Was für. mich ein bisschen, stutzig macht, ist, eigentlich ist es ja schon so, dass wir in Europa viel, viel mehr Leute haben. Ich meine, wir haben dann Dignitas Insane. Jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir Ja, haben ja. Dignitas DVD, Mandioca. Wir haben Sanyo bei Acer. Wir haben noch ganz andere Leute bei Acer. Beppo, der hat mir nämlich noch gesagt, er hat keinen Bock mehr zu trainieren, weil er auf einen Invite hofft, was dann nicht funktioniert hat. Wir haben so viele Leute eigentlich in Europa. Das ist so traurig. Also, ihr habt schon recht damit. Muss man sich wirklich fragen, was ist da passiert? Warum? Ist es wegen TM2S? Oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist es scheißegal, weil jetzt geht's los und Köln ist schon gefällt. Ja! Ah, Duckes will Cube. Schade, dass man nicht rammen kann. Ja, das finde ich jetzt nicht. Also ich finde Trackmania mit Rammen wäre irgendwie blöd. Ja, ich finde schon, dass wenn es auf die Zeit ankommt, macht es mehr Spaß. Ja, irgendwie Für schon. Auf mich. Dauer auf jeden Fall. Das ist vielleicht mal für kurze Zeit ziemlich cool, wenn man so ein bisschen rumrammen kann, aber das ist dann auch nicht so Kein sonderlich Spiel für die spannend. Ewigkeit. Genau, aber gehen wir mal in die Runde rein. Wir haben momentan Thaler auf 1, dahinter dann Master und DNS. Und dann kommt erst der Köls mit 2 Sekunden Abstand. Genau so ist es. Da kann er auch bleiben, den Rest des Matches über. Thaler da vorne im Duell mit Massa. Sehr eng, beide ineinander. Oh, und Massa da. Oh mein Gott, und Thaler in das Loch gefahren. Massa kann die Führung übernehmen. Was er tut. Das ist natürlich bitter. Gleich mal Punkte weggeschenkt. Hier ein Massa gewinnt vorne die Runde dahinter DNS. Und auch Köns kommt da noch an. Thaler vorbei. Ich hab ihn schon wieder vergessen. Dieser Name einfach. Ja, da hat Furchtbar. Massa einfach schon 20 Punkte Abstand auf Wehraufnahmen. Stark. Bei mir wird Acer Kö angezeigt. Interessant, interessant. Ja, Unten also links. 20 Punkte für Massa, 10 für Köns, 6 für DNS und 0 für Thaler momentan. Das kann er aufholen. Easy. Ist möglich, aber jetzt muss er langsam auch Sehr Gas geil. geben, Punkte zu sammeln. Und DNS ist diesmal hängen geblieben, da ziemlich weit rausgekommen an dieser Stelle. Massa kämpft da vorne um die Führung zusammen mit Köns im roten Auto. Dahinter dann Thaler knapp dahinter, wirklich sehr, sehr enges Feld. Boah, hat er da sehr eng rumgefahren, ne? Aber Massa kann da viel mehr Speed mitnehmen. Kann sich da jetzt 200stel, 200-300stel vor Thaler setzen. Noch hier. Oh, Oh! Massa gegen die Säule. Zu weit Und nach Thaler außen mit einem kleinen gekommen. Bug. Oh, ist das ärgerlich. Ich Köns an kann der Köns jetzt so viel Spitze. aufholen. Genau so ist es. Köns an der Spitze hat auch guten Vorsprung. 22 Hundertstel. Auch Thaler da leicht nochmal angeeckt. Natürlich ist es jetzt schwierig, nach über 4 Stunden Trackmania spielen, da noch die Konzentration zu behalten. Köns gewinnt jetzt auch hier die Runde. 10 Punkte für ihn. Und man muss sagen, Ja, Köns. toll, aber der Holländer schafft das doch auch. Ja, aber er hatte ja auch die größte Pause, ne? Zusammen mit Massa. Ja, machst du doch auch. Es ist jetzt die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist, so eine lange Pause zu haben. Ja, that was impossible brew to avoid. Ha, Meme. Auf jeden Fall ziemlich krass. Oh, Massa da wieder leicht hängen geblieben, hat da schon wieder jetzt Rückstand eingesammelt. 34 Hundertstel auf die Spitze da verloren durch diesen kleinen Fail. Und vorne haben wir noch das Ja, die sind aber Dreierpaket. alle in der Lage, sowas wieder aufzuholen. Wenn ein bisschen langsamer gefahren wird, dann die so ausrasten, dann ist das alles noch drin. Aber die müssen ausrasten, die müssen jede Runde ausrasten. Sonst hole ich meine Ja. Vuvuzela und Plasner einfach mal rein.
Ja, blas einfach mal rein. Tana momentan vorne, dahinter dann DNS und Köns. Jetzt Köns mit mehr Speed, kommt da an DNS vorbei, ist jetzt auf der 2. Gucken, ob er das jetzt in Richtung Thaler mitnehmen kann oder ob DNS hier nochmal zurückkommt. DNS aber immer noch dran. Oh, ja, sehr, sehr enge Runde. Nein, DNS, Eck da an. Und angeeckt. Und wird noch von Massa eingeholt. Hinten. Und jetzt ist Köns aber immer noch an Thaler ran. Muss jetzt noch ein bisschen hoffen, aber das seine Runde, das ist schön. Oh, hast du gerade gesehen. Ja, Alter, war das knapp. Am Loch vorbei. Alter, war das knapp. Herzinfarkt. Wie sich das ewig ekelhaft anhört. Trackmania ist so ein Schweinespiel. Krass. So knapp am Loch vorbei. Das können wir jetzt auch falsch verstehen. Ach nein. Master 27 Punkte, Köln 26, 16 für Thaler und DNS 13 Punkte. Nachdem es für Thaler in den ersten zwei Runden... Thaler auch schon wieder... Genau, gar nicht gut ausgesehen hat. Dritten nur 16 Punkte geholt, ne? Ja. Erster, einmal zweiter. Kann ja. man mal machen. Ja, läuft, läuft, läuft. Er hat das einfach. Er hat den Skill. Dead Mo. Ja, ja, ich denke schon, dass Kick. Ja, der Köns. Oh, der Master! Irgendwie rausgekommen da aus dieser Gruppe. Sah ein bisschen komisch aus an der Stelle, ne? Ja. Köns weiter vorne. Ey, du siehst aber, ey, die. Da ist der No-Slide von Köns. Da könnte Master eventuell noch die Chance. Ah, ne, okay, so viel hat er nicht verloren. Alles klar. Aber das ist auf jeden Fall schon mal gut für DNS und Thaler. Um hier weiter aufzuholen. Thaler kann jetzt hier, wenn es so bleibt, 7 Punkte Master aufholen. Und. 6 Stück. Und DNS kommt das sehr weit raus, aber kann sich noch fangen. Kann sich noch fangen, ja. Aber Köns kommt da langsam, aber sicher von hinten angeschlichen. Ganz klar, das Ziel, DNS muss die Attacke abfangen und das. Oh mein Gott, wird das gefährlich! Und Köns links vorbei am Loch und es reicht. Da konnte er die nicht abfangen, da ist er zu weit innen gewesen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen abgehoben bei dieser kleinen Senke da innen. Und dadurch auch schon so viel Speed verloren, so viel Speed verloren, dass das einfach nicht mehr ging. Und da siehst du es halt schon, ne? Thaler hatte am Anfang 20 Punkte Abstand auf Massa und jetzt halt einfach nur noch 4. Ja. Ja. Köns weiterhin vorne mit 32, 30, 26, 17 die Punkte. Im Chat wird schon gemutmaßt, dass DNS langsam aber sicher auf der Strecke bleibt. Ich würde sagen, dass so ein Urteil zu fällen ist einfach noch viel zu früh. Ja. Das ist wirklich so, das ist halt der Anfang von so. Das hättest du auch gleich bei Armin sagen können, dass du so, ja, vielleicht wird das ein bisschen, ne? Ja. Jetzt die beiden Dennisse da vorne. Doppelflug. Dennisse. Dennisse. Auch sehr geil. Schoss dann wie Hornisse. Auch sehr geil. Massa und den ist wie gesagt vorne. Köns momentan auf dem letzten Platz. Thaler ist dann an diesem Zweierpaket vorne noch dran. Und es wäre jetzt so wichtig, dass. Die drei Deutschen einfach. Punkte holen. Das ja. Sieht einfach so gut aus da vorne. Hätten echt? Jetzt alle noch so eine Deutschland-Flagge, ne? Und alle in Deutschland auch noch. Wenn jetzt DNS sich noch so an die Spitze DNS. Schieben könnte im Moment. Nein, oh, da hab ich den Bug. Thaler da zu weit rausgekommen, genau. Ist jetzt auch letzter. Köns ist auf jeden Fall vorbeigekommen. Und Köns ist auch jetzt wieder an DNS ran. Nicht schon DNS. Wieder. Schon wieder der No-Slide. Oh, okay, kein No-Slide, aber. Oh, diesmal hat's aber gereicht für DNS. Ja. Jetzt verliert Thaler wieder ordentlich Punkte. Das erinnert mich an diese Szene. Als dieser eine Fußballkommentator dieses Tor nochmal so kommentiert hat, als wäre es gerade gefallen, obwohl es das Replay war. Also wären jetzt die Extrapunkte nicht dabei, hätten jetzt Massa und Köns beide 30 Punkte. Also man sieht hier auf jeden Fall, Thaler verliert einfach eine Runde, also kriegt einfach keine Punkte und ist trotzdem, weißt du, es ist einfach geil. Es ist auf jeden Fall noch alles drin, da muss sich noch keiner Sorgen machen. DNS muss halt jetzt mal 1-2 Runden gewinnen und die anderen halt nicht und dann läuft es schon. Er schreibt gerade, er kann die Unexpected anscheinend nicht so gut, er hält nicht so sehr von ihr oder von sich selber auf der Map. Aber das ist eigentlich auch eine schlechte Einstellung, oder? Ja, ja. Man muss doch machen. Wirklich Vollgas es gibt geben diese, immer. Es gibt diese Theorien, dass du einfach gar nicht nachdenken sollst in einem Match. Du sollst deinen Körper die Arbeit übernehmen lassen, deswegen trainieren ja auch einige so viel. Weil der Körper sich einfach daran erinnern soll, was du in welcher Kurve machst, damit du in Extremsituationen, wie jetzt hier zum Beispiel, wo die alle so nervös sind, sich daran erinnert, was du im Training gemacht hast. Ja. So, und da sollst du an nichts denken. Da sollst du nicht denken, oh, ich bin voll gut. Du sollst nicht denken, oh, ich bin voll schlecht. Das bringt alles nur das sind alles nur Nebensachen, die du nicht brauchst. Richtig. Ich kann es nicht abstellen, sag ich ganz ehrlich. ich kann das nicht. Nee, geht nicht. Du hast ja jetzt gesprochen, als würdest du das seit Jahren so machen. Und dann, nee, ich kann das nicht. Gar nicht. Deswegen kriege ich ein Stadium ja nichts auf die Reihe. Ja, kann ich aber verstehen. Man denkt dann an irgendeine Scheiße die ganze Zeit. Du hast so viel Zeit, einfach bei Trackmania auf deine Runden zu reagieren. Dazwischen, ja. Das sind einfach, keine Ahnung, 10 Sekunden, die du wartest. Ja.
Das stimmt. Das ist so assi, das ist so lange einfach. Und ihr könnt ja jetzt mal im Twitch-TV-Chat schreiben, denkt ihr, dass DNS noch zurückkommt, jetzt auch hier auf der Map, oder wird Quinz die Führung übernehmen? Jetzt gehen wir auf jeden Fall live hier auf der zweiten Map, Unexpected. Und drücken natürlich weiterhin unseren deutschen Jungs die Daumen. Es geht hier um den Einzug ins Finale. Ins große Finale. Darf man ja nicht Ins Grand vergessen. Final nach Paris. War Genau. kein bezahlter Slot, aber naja, die haben ja alle eine Organisation unterm Arsch. Richtig. Das wird BX3 natürlich freuen, wenn sie da doppelt zahlen müssen. Ja, weiß ich nicht. Also, ob die sich dann sagen, so geil, zwei Spiele auf der ESWC oder ob die sagen, scheiße, zwei Stück, die wir bezahlen müssen. Richtig, genau. Jetzt aber der Fehler von Köns. Er ist da hinter DNS, vorne Massa, vor Thaler. Und Köns ist jetzt aber hier vor an DNS ran und jetzt auch in dem Moment Oh, vorbei Thaler noch und ein Fehler bleibt und am Köns aber CP auch. hängen. Genau. Oh, und jetzt das Duell Oh, Köns noch hinten. einen Fehler gemacht. Ah, oh, schön dafür Thaler, nochmal gut ausgegangen. Massa da vorne. Auf jeden Fall die 10 Punkte, wenn er dann nicht gegen den Poller fährt. Oh, DNS ist da fast noch den Randstein mitgenommen. Aber alles safe. Und so ist es. Die drei Deutschen vor Köns. Das ist doch schön. Das ist einfach schön. Das reicht einer Ciao, DNS, aber ja, er hat sich doch nochmal retten können. Ne? Und jetzt haben wir die Punkte wie folgt: 50 Punkte für Massa, 39 für Köns, 33 für Thaler, also nur 6 Punkte dazwischen. Und dann DNS mit 29 Punkte. Und da fehlen auch nur 4 Punkte auf Thaler. Also es ist wirklich sehr, sehr eng da momentan. Ja. Es ist so oder so, der nachher Vierter wird, der wird sich einfach den Arsch abbeißen. Weil Ja. keiner von denen, die hier gerade mitfahren, haben nur nationale Qualifikation. Ja. Man muss ganz, ganz klar sagen, von den Leuten, die mitgespielt haben, da waren sicherlich ein paar Leute bei, die schon mal ESWT gewonnen haben. Karl sowieso. Aber warte, das war nur Karl, oder? Das Ach, war keine nur Ahnung, auf jeden Karne, Fall. ja. Das ist ein. Ich wollte gerade ansetzen von wegen so, es ist keiner davon da, der irgendwie schon mal. Oh, da passieren aber einige Dinge auf der Strecke. Massa ist da hängen geblieben. Thaler Ja. momentan vorne, Köns dahinter, dann DNS. Vielleicht jetzt hier der Dachpart. Oh, Thaler. Oh, Thaler. Oh, ist da weit Köns rausgekommen, aber DNS kann das nicht mitnehmen und da aufschließen. Hat nicht gereicht. Massa eckt da nochmal an, aber Thaler gewinnt die Schöne Zeit Runde. aber auch. Aber die Zeit, ja, du hast schon recht. Also 7 Stunden jetzt am Stück, das schlägt sowas von auf die Konstanz und auf Ja. die Konzentration. Aber man muss ganz klar sagen, mein Hund steigt gerade unters Bett, weil er denkt, da wäre noch eine Katze. Muss ganz klar sagen, keiner von den vielen, die jetzt gerade hier spielen, waren schon mal auf einer ESWC. Ich gehe mal ganz kurz rausjagen. Ja, mach mal. Das ist natürlich jetzt auch bitter die Situation gewesen, dass da jetzt so viele Fehler hintereinander kommen, aber ganz klar, wie Onio ja schon gesagt hat, nach so vielen Stunden Trackmania zocken, kann man Ja. einfach nicht mehr diese Konzentration wie am Anfang aufrechterhalten und irgendwann kann der Körper sich halt auch nicht mehr konzentrieren. Das ist ja auch übelst anstrengend. Der ein oder andere von euch ist ja vielleicht auch schon mal ein 24-Stunden-Rennen gefahren und weiß, wie es dann ist, wenn man dann mal mehr als 2, 3 Stunden gespielt hat. Nicht unbedingt angenehm. Und auf so Das einem stimmt. Niveau hier ist es dann doch noch mal härter. Und Oh, da ist er der. hängt nochmal an, aber das ist nicht so schlimm. Er hat halt diesen Noslide, den wir schon mal besprochen haben, bekommen. Aber das ist nicht so schlimm, weil du sowieso diesen Speed wegnehmen musst durch einen Normal Slide in der Kurve. Das bedeutet, du slidest in der Kurve nur durch Bremsen, also nicht durch das normale mit Gas bremsen. Oh, und Köns kann da sogar noch an Thaler, an Massa vorbeiziehen. Thaler kriegt Oh, da den Bug und Massa Massa kommt ist dann jetzt aber aber. schneller als Köns. Und es geht in Richtung Ende und er gewinnt da die Schön. Runde. Das ist ja unmöglich. Ja, die Zeiten, man sieht es so stark an den Zeiten, das ist einfach. Also da haben wir Viertelfinals und Halbfinale gehabt, die besser waren. Ja, klar, was willst du erwarten, ne? Also Ja. ist halt Aber so, was ne? schade ist, weil du eigentlich wirklich du musst ja konstant gut bleiben. Ich bin sehr gespannt, wie das auf der ESWC sein wird, weil da hast du ja nur das Consolation Final und das Overall Final nachher am zweiten Tag, wenn es überhaupt am zweiten Tag sein wird. Ich glaube schon. Ich glaube, am Donnerstag ist das die Playoffs und am Freitag ist das Finale. Oh. Thaler und Massa hecken an und DNS langsam. Nur das Ja, Duell vorne jetzt. Aber denkt er der ist noch an Niederländer Köns einfach. ran. Da denkt der Niederländer einfach mal so, reiben wir uns mal die Hände, ne? Oh, jetzt auch DNS angeeckt. Verliert er Das einiges ist an sehr Speed. schade.
Ja, Massa könnte es am ehesten abwenden, also könnte es am ehesten kompensieren, wenn er jetzt ein paar Punkte verliert auf Köns. Er hat 12 Punkte Abstand. Von daher ist diese Reihenfolge, wie es gerade ist, sogar am, ja, kann ich sagen, am besten, aber so, dass, wenn er schon mal vorne ist, ist die Reihenfolge so am besten, dass DNS wirklich am wenigsten auf den verliert. Am günstigsten in der Situation schon mal. Glück im Unglück. Ja, so ist es. Massa dann jetzt mit 66 Punkten, Töns mit 61, Thaler 51 und DNS mit 42. Aber man sieht gerade dadurch, dass die ja so lange fahren, gibt es ja auch immer wieder Überraschungsmomente, mit denen man ja nicht rechnet, dass der ein oder andere fällt und dann kann so ein Gesamtranking ganz schnell durchgewirbelt werden, ne? Ja. Okay, der ist jetzt momentan auf der letzten Position. Massa erster. Und Thaler ist da an Köns dran. Ja, der Massa, der macht das hier schon verdammt gut gerade, die letzten paar Runden. Natürlich der Fail da drin gewesen, aber ansonsten hält er sich da ganz sehr, sehr gut Oh, auf und seinem jetzt ist Platzieren. auch DNS an Köns vorbei. Köns momentan auf der letzten Position. Massa immer noch auf 1. Ja, aber achte mal drauf, da kommen jetzt die Fehler wieder. Köns ist gerade auch sehr langsam um die Kurve rumgekommen, aber es kommen einfach die Fehler, die Linienfehler. Dass du dich nicht mehr richtig gut, du bist so nervös, du erinnerst dich nicht immer an die Stellen, wo du langfahren kannst und wo nicht. Aber es bleibt anscheinend. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Oh, und jetzt das Dreierpack für die Oh, Deutschen. Köns Oh ist mein an Thaler Gott! vorbei! Da kommt der echt noch angeschossen. Das gibt's ja nicht. Ja, dann hat Thaler so krass auf dem Gras gedreht, dass es dann möglich war für Köns mit ein bisschen Overspeed halt noch an ihm vorbeizukommen. Ja, man kann so scheiße viel am letzten Stück verlieren, das ist unglaublich. Ah, und dann sieht's so aus, als würde sich der Niederländer mit integrieren in den drei Slots. Gut, notfalls lassen wir den halt auch als Halbdeutschen durchgehen, ne? Der ein oder andere Niederländer kann ja auch Deutsch sprechen. Man kann Niederländisch ganz gut verstehen, wenn man ein bisschen zuhört. Stimmt, ja, da gibt's so das ein oder andere Wort. Ich finde das eh voll geil, wenn Niederländer irgendwie Deutsch sprechen. Das hört sich irgendwie lustig an. Kaffeebombe. Insane, die nächste Map. 76 Punkte für Massa. 65 für Köns, 54 für Thaler und 48 für DNS. Ja, sieht schon sehr stark davon aus für Massa. Er hat einfach 28 Punkte Abstand auf einem Platz, der keinen Slot bekommt. Da muss er schon 4 Runden hintereinander hinter DNS auf Platz 4 sein und DNS muss gewinnen. Also das ist schon. Es sieht schon sehr danach aus, als wenn Massa schon mal den ersten Slot holt. Denk dran, wie das vorhin mit Jojo ausgesehen hat. Wir haben die ganze Zeit gedacht, er könnte noch Ja. Zweiter werden. Ne? Du hast ja gesehen, was da passiert ist. Ja. Also ist alles möglich. Ich meine, wenn du dann auf einmal gar nicht mehr kannst, einfach körperlich auch, dann ja. Ja, aber Jojo hatte sogar noch weniger drin, weniger Matches drin, Ja. die 4, die jetzt hier fahren. Ja. Oh Das verdient Gott. halt doppelten Respekt dann letztendlich auch, ne? Ja. Wie, welches sind das? Verstehe ich jetzt nicht. Also, es gibt keine anderen Qualifier mehr. Das ist das letzte. Es gab ein französisches, glaube ich, vor Zwei kurzem noch. französische. Zwei Es gab drei französische? französische. Drei französische sogar. Und das ist jetzt Und das vierte. aus jedem von dem, also es gab einen amerikanischen, wo zwei Slots für amerikanische Spieler frei wurden, also die beiden, die erster und zweiter wurden. Dann gab es drei Turniere, wo jeweils zwei und einmal drei Plätze für das französische Finale, auch vor der ESWC, Slots dafür da waren. Und das jetzt hier noch als letzter Qualifier für Europa. Genau, weshalb wir uns auch entschlossen haben, dass wir nur den casten, weil was die Oh, Köns hat hier Franzosen. rückt Glück gehabt. Der wird jetzt richtig viel Speed verlieren hier. Dachte ich. Aber das kann so gut keiner kompensieren. Er hat halt schon me mega wenig Speed gehabt. Massa ist voll weit hinten. Was hat das nachpassiert? Ich hab's leider nicht gesehen, weil ich auch auf Köns drauf gewesen bin. Oh, das DNS ist wird da wohl nichts mehr machen. unglaublich eng da vorne, um die erste Position. Da ist er auf jeden Fall an Thaler dran. Jetzt ist er genau neben ihm. Nee, bei ihnen. Oh, Oh, und Thaler Thaler zu eng weit an! rausgekommen. DNS kommt sogar Oh, noch man an ihm merkt wirklich, vorbei. dass er Jetzt so ist ein. DNS schnell! Oh, das hat nicht gereicht zum Ende. Oh, und beinahe hätte Massa den Thaler noch bekommen. Oh, du siehst so, wie die Nerven weggehen, ey. Das ist unglaublich. Ihnen gehen so die Nerven weg, ey.
79, 75, 58, 54 die Punkte. Massa jetzt ganz leicht an der Spitze da, dahinter dann dieses Dreierpaket. Ich glaube, denen geht auch allen ganz schön die Düse jetzt momentan. Oh, und Köns an diesem Luftkissen hängen geblieben, oder wie es Jelle nennt, Luftballon. Ah, oh, Tana mit dem Slide-Fehler. Und DNS kann direkt vorbeiziehen. Ja, aber Tana noch dran. Die machen jetzt alle so viele Fehler, das ist unglaublich. DNS kann also auf jeden Fall einfach, die Punkte es ist brauchen. Einfach nur noch Nervosität. Wird's die anders gehen nach so vielen Stunden? Nein! Wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl, ich weiß es nicht, weil du hast ja schon einige Matches hinter dir, also von Nervosität eigentlich sollte man genug Matches jetzt gerade gehabt haben, dass man das kompensieren kann. Aber wir haben hier Spieler, die alle noch keine Qualifikation für die ESWC gemacht haben und eventuell auch so noch nicht so krass mit Preisgeldturnieren in Berührung gekommen sind, weißt du? Also es ist schon eine mega Ehre, wenn du jetzt hier weiterkommst und dann auf der ESWC spielen kannst. Genau. Massa weiterhin vorne mit 89 Punkten, dann 78 Köns, 62 Thaler und 60 DNS. Also der Vorsprung zwischen Thaler und DNS wird auch immer kleiner. Ja. Da könnte es ja immer noch hin noch um den letzten Slot gehen. Wenn es denn jetzt so bleiben sollte, dass Massa und Köns da vorne 1 und 2 behalten. Massa da sehr weit rausgekommen. Aber naja, es macht nicht das für den Speed. Der macht das öfter für den Speed, dass er da sehr viel Speed rausholen kann. Und DNS momentan letzter. Und Köns ist da jetzt aber langsam, aber sicher. Oh, das war schön. Oh, und Thaler kommt da jetzt an Köns vorbei. Beide ineinander in den Slide rein. Erstmal hat noch Köns die Nase vorn. Und die schließen auch beide auf Masse auf, habe ich das Gefühl. Aber für Thaler reicht es noch nicht so ganz. Die letzte Kurve, genau, da kommt keiner mehr ran. Köns bleibt Zweiter, DNS Letzter. Und das ist halt wieder dieser eine Punkt mehr, den Thaler jetzt vor DNS ins Ziel retten kann. Ja. Oh, das wird so eine scheiß letzte Runde, ey. Wenn es um zwei Deutsche geht, das wird so traurig einfach für einen der beiden. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Sollen wir dann so Trauermusik im Cast anmachen? Nein. Dafür ist der Moment zu ernst. Genau. Genau. Nee, finde ich schon. Also wenn du dafür so viel trainierst und dann ist das schon eine ernste Sache, auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Spiel ist. Ja klar, ich meine, du gibst dir eher stundenlang man trainiert diese halt Scheiße dafür. Rein und du willst da ja, ja auch dabei sein, ne? Das ist halt wie. Boah, das war knapp. Wenn du dich irgendwie. Ja, Massa da. Massa da weggeflogen! Und Köns auch einen Fehler gehabt, Köns auf Position 3 und Thaler auf Position 1, DNS auf Position 2. Beide können die Punkte brauchen, aber in der Konstellation macht Thaler natürlich 4 Punkte auf DNS gut. Das kann ihm natürlich gar nicht schmecken. Und ich denke mal, er versucht auf jeden Fall da an seinem Teamkollegen Nein, ranzukommen. Den No-Slide. Und Köns zieht vorbei, Köns wieder auf zweiter Position. Ah, und das ist so ärgerlich. Massa bleibt aber letzter. Und jetzt hat DNS richtig gut gemacht auf Thaler, ist jetzt auf Position 3. Tja, so schnell kann sich das Ganze drehen. Oh, ist das unnötig. Oh und nein, das ist echt, das ist bitter. Massa verliert da 3 Punkte Vorsprung. Hat aber noch 12 Vorsprung vor Köns, der nur 90 Punkte hat. Und wie du schon gesagt hast, DNS jetzt vor Thaler. Der unbeliebte vierte Platz geht jetzt an Thaler momentan. Nee, man kriegt nur man den Slot. Man sieht hier immer bei der Linkskurve, wie Massa nie diesen scheiß Slowdown da bekommt. Wer ist denn da jetzt weggeflogen? Oder ist er einfach nur Köns! Köns ist weggeflogen! Oh, aber richtig, was hat denn er da gemacht? Oh, er steht da auch immer noch und jetzt oh, disconnected er! Oh nein, das ist ja mega bitter! Aber ja, kurios... Also jetzt mal ganz objektiv, das ist mega bitter! Ja, er kriegt keine Punkte, ganz klar. Aber was ist da passiert, dass ein Auto ja, so schrie... Ja, müssen jetzt aufgeben oder nicht? Nee, müssen das sie ist nicht. Halt, das ist eigentlich hammerassi. Aber du musst sagen, sein Auto stand schräg und dann ist er disconnected. Nee, er ist schon vorher. Ist schon vorher weg. Nee, warte. Er lag unten, also von daher voll komisch. Und Thaler, guck mal an.
Thaler, schmeißt du auch nochmal den zweiten Platz gerade weg. Hätte einfach nur geradeaus durchfahren müssen. Und jetzt kommt Köns auch wieder auf den Server drauf. Und das sind 0 Punkte da für ihn. Die Runde zählt. Ja, das gibt natürlich DNS und Thaler noch die Chance ranzugehen, ne? Das hat irgendwie keiner bemerkt. Oder niemand interessiert, keine Ahnung. Köns schreibt dazu auch nichts. Ach, jetzt okay. Jetzt, ja. Also ich an Köns Stelle würde jetzt fragen, was ist jetzt hier los? Aber es stand das, ich glaube, das stand irgendwie in den Regeln drin, irgendwas von wegen, dass wenn es, ich glaube, die ersten 10 Sekunden von der Runde müssen aufgegeben werden, aber es war nach 10 Sekunden, also von daher, ich glaube, dann muss das noch nicht mal. Man muss natürlich jetzt festhalten, es geht immer noch nur bis 120 Punkte auch im Finale und Massa könnte jetzt direkt schon ein Finalist werden, wenn er eine Runde gewinnt. Und hätte dann ein paar Versuche frei. Sich als, ich würde natürlich meine Reihenfolge total ficken, aber na, dann wäre mir auch egal. Sich als einer der Ersten hier jetzt einen Slot zu holen. Und dann muss man aber sagen, wenn Wasser weg ist, ist es dann vielleicht auch für DNS und Thaler einfacher, die ersten zwei Plätze zu belegen, ne? Mit 10 und 6 ja, Punkte. Ja, es ist aber auch einfacher für Köns, wenn er trotzdem seine Pace vor den beiden hat. Klar, kann er 4 Punkte gut machen, anstatt immer nur 2 und 3. Klar, ja. Ich wollte es doch nur, ne? Du weißt schon. Was? Ich wollte es so in die Richtung drücken, dass die Zuschauer denken, oh, da ist noch voll viel drin und so. Nee. Da ist nichts mehr drin, die können alle verlieren. Das wollen wir mal so nicht hoffen. So hoffen, das wird auch nicht passieren. Es ist nur ein Deutscher, der es dann verkacken würde. Aber das wäre auch schon dramatisch, wie wir ja schon gesagt haben. Ja, wäre auch scheiße auf jeden Fall. Lustig wäre es, wenn Massa das jetzt alles los abgeht. Genau, also das wäre sowas von mega traurig. Nur nochmal zur Information. Unio ist bereits qualifiziert und derjenige, der heute hier jetzt gewinnt, also der die Slots da gewinnt, der kriegt nur den Slot, keinen Flug, kein Hotel. Das muss dann entweder selbst bezahlen oder das Team. So, es geht los. Und wir gehen live. Also wenn Massa das wirklich alles noch abgibt, dann wird er das gleiche machen wie ein Canyon-Spieler, der Klofni einmal gemacht hat. Und Thaler eckt an. Genau, Thaler ist angeeckt, DNS momentan vorne, Köns auf 3. Aber ich denke, Massa will natürlich jetzt hier die 10 Punkte holen, um auch direkt Finalist zu werden. Aber man DNS schlägt sich gut. Ja, man merkt irgendwie, dass da so bei Thaler so langsam die Luft rausgeht. Habe ich das Gefühl. Oh, DNS mit ein bisschen Underspeed hier. Underspeed, so. Oh, und da muss er aufpassen, da kommt jetzt Köln sogar von hinten, da muss er sich jetzt queren, noch den zweiten Platz zu behalten. Fürs erste reicht's erstmal. Schließt jetzt auch wieder ein bisschen auf Massa auf da vorne. Oh, wie eng das ist. Massa bleibt da hängen, DNS kann die Führung übernehmen. Köln zieht da vorbei auf die zweite Position. Thaler geht jetzt immer noch das Ende. Massa vorbei. Und DNS gewinnt die Runde. Nein, was macht denn Thaler? Was macht Thaler? Er war vor Massa und macht den sicheren Endsprung. Oh nein, ist das bitter. Ja, Massa muss jetzt noch erster, zweiter oder dritter werden. Im Chat wird natürlich gefragt, was mit Frostboil ist. Das kannst du bestimmt erklären. Ja, Frostboil hat 2008 das letzte Mal mitgespielt, hat von da sein Preisgeld immer noch nicht bekommen, vom ersten Platz. Und ja, es muss halt geguckt werden. Ich weiß selber nicht, wann der schwedische Qualifier ist, aber er könnte auch da mitspielen dann. Wenn er bis dahin das Geld bekommt, würde ich mal sagen. Da würde ich aber auch nicht mehr mitspielen. Ich weiß es nicht, du kannst als Einziger kannst du nicht wirklich was machen. Also würde ich schon mitspielen. Denk mal an die Monitore aus Mailand, die wir nie bekommen haben. Ja, aber das ist was anderes. Es ist was anderes, als wenn es um 8000 Euro ja, geht oder 8000 Dollar geht. Das stimmt. Sportballer hat halt immer noch die Chance, das Ding zu gewinnen. Das stimmt, ja. Aber gehen wir mal in die Runde rein. Thaler momentan Erster, dahinter der Massa und Köns auf und der 3. Und das braucht er. Großer Vorsprung oh, da. Thaler. Oh, DNS nur 1,5 Sekunden jetzt hinten. Da wird er nichts mehr machen können. Ich hab so das Gefühl, dass Thaler so unsicher wird, das ist unglaublich. Er muss seine Coolness wiederholen. Und Massa wird jetzt auf jeden Fall Finalist werden, wenn er als Zweiter durchkommt. Und so schaut's jetzt auch aus. Genau so ist es.
Thaler gewinnt Sehr die schön. Runde, DNS nur 3 Punkte. Das heißt, Thaler holt wieder unglaublich viele Punkte auf, bleibt aber weiter hinter DNS. 92 zu 87 steht es da hinten. Und Massa könnte Ja, und jetzt der Grüße erste 100 Deutsche Punkte. sein, der sich den Slot hier holt. Oh mein Gott. Bin genauso nervös wie bei meinen eigenen Matches. Jetzt gilt für Massa alles oder nichts, aber er hat natürlich noch zwei Runden locker, locker eigentlich, die er Oh, verballern kann. Thaler kommt hier in den Sprung. Nicht optimal durch die rechts. Kann aber mit Blair. Oh, Köns, ein paar bisschen Fehler da gemacht. Da musste. Oh, Dennis. Oh, Dennis eckt an. Was ist denn hier los? Oh, Massa Köns auch eckt hängen auch etwas. geblieben und Thaler jetzt in Führung, dahinter aber Köns. Oh, Thaler eckt fast an. Was ist da los mit den Leuten? Jetzt krasser Endfight zwischen Thaler und Köns. Ja, wenn Thaler hier da wirklich die Punkte holen will. Oh, Köns kommt da mit einer richtig schlechten Linie. Ist nicht angeeckt. Oh, guck mal, wie viel Speed er Boah, ist trotzdem der hat. krass eng durchgekommen. Krass. Und jetzt hier den Buckelbart. Kein Alle die Fehler, Mann. Dorn Er durch. bleibt Oh, der hängen! Er bleibt hängen! Thaler Köns übernimmt die bleibt hängen. Führung. Das ist Wo so sind die anderen? wichtig. Was macht Und, Thaler? oh mein Gott, Massa bleibt auch nochmal hängen. Wäre eigentlich an Köns vorbeigekommen, aber das wäre egal. Ja, wollte gerade sagen, das wäre halt nur eine Hilfe für die beiden anderen gewesen. Aber so sind Massa wenigstens den Deutschen keine Punkte weg, weißt du? Das ist auch nicht so schlecht. Ja. Oh Gott! Das Wirklich ist ja der krass! Wahnsinn. Massa Finalist, Köns 106, Thaler 97 und DNS 96. Man Und muss halt schon sagen, die Runden sind so scheiße schlecht, aber das ist so unglaublich spannend. jetzt haben die beiden aber auch die Chance, vielleicht noch an Köns Einer hat ranzukommen. Closeslight gekriegt, wer war's? Massa war's. Oh, das Massa ist so war bitter es. für ihn. Massa war's. So als kleines Das Kind, ne? Er hat das Tor kaputt geschossen. Massa Massa war's. war's. DNS und Massa Thaler war's. vorne, Köns nur auf 3 momentan. Oh, Thaler mit seiner richtig Secure-Linie da. Hat Hast er du's mir mal erzählt, dass er so weit. Oh, Ja, und DNS jawohl. holpert da rum und Köns kann vorbeiziehen. Ist er denn noch weit? Ist er weit hinten, Dennis? Nee, es ist noch alles möglich. Das ist gut. 1000 sind das ungefähr. Oh, jetzt ist er angeeckt, jetzt ist er da vorne raus. Massa zieht auch an ihm vorbei. Thaler weiterhin vorne in Führung. Er muss das jetzt so zu Ende fahren. Oh, Und das ist so wichtig für hilft ihn, dass Massa er jetzt. natürlich auch. Ja, dass er halt diesen Spirit wieder kriegt, weißt du? Ja. Das ist so wichtig. Oh, und jetzt ist Thaler sogar wieder an Köns dran. Oh, das wär so cool einfach, wenn Thaler und DNS den Künstler abfangen. 112, 107. Möglich ist es, möglich ist es. Es könnte auch Ja, möglich sein, dass und wir Massa vier ist auch Finalisten noch nicht sehen. in trockenen Tüchern, ne? Tja. Genau. Oh, Köns Köns eckt an, angeeckt. sehr schön. Oh, wir sind so unglaublich schön parteiisch, das ist so lustig. Das ist echt Oh, Dennis schlimm, aber nicht leider wahr, auch ja? keinen Fehler. DNS auf der DNS letzten auch Fehler gemacht. Position. Das Einzige, was Künz nicht machen darf, ist Erster werden. Dadurch würde er nämlich in den Finalist kommen. Ja, er muss auf jeden Fall jetzt Dritter werden, um noch nicht Finalist zu Oh, und werden. jetzt ist Massa am Fighten. Jetzt siehst du ihn echt so verbissen da vorne. Pass auf. Ja, Die er Zunge ist am hängt schon Fighten. bis zur Tastatur runter. Hängt? Drückt er aus Versehen so auf Bremse Ja, das mit ist jetzt Zunge. auch gerade eben passiert. Oh nein, nicht ernsthaft. Und er ist jetzt auch gerade Letzter. Köns aber immer noch nur Oh! Zweiter. Muss dir angucken, wie riskant einfach da fährt. Und Thaler Guck muss mal, ein einfach Bug vorne und du bleiben. fährst. Thaler muss vorne bleiben. Ja, ein Bug und Köns wäre Finalist. Oh, er macht's aber schön außen. Oh, Thaler fährt das ordentlich zu Ende, Richtung Ende. So ist es auch. Ja, so musst du es machen. Und weißt du, er fährt so krass safe und fährt trotzdem nur 1:05:05. Weißt du, das ist. Geschnallt. Schön, schön. Richtig gut rangekommen nochmal. Jetzt Dennis, komm, hinterher. Jetzt kommt Cherryberry, das ist DNS seine Map, die er trainiert hat. Die kann er gut. Normalerweise. Wenn da jetzt nicht der Druck bei ist, ne? Ohne Scheiß, Leute. Ich gebe was aus auf der ESWC, wenn die drei Deutschen weiterkommen. Wird ein Kasten Bier ausgegeben. Jetzt lehnst du dich aber weit aus dem Fenster hier. Na, kein Kasten Bier. Ich weiß ja nicht, wer alles Bier trinkt, aber da wird auf jeden Fall Alk ausgegeben, irgendwas.
So, und jetzt gehen wir auf die alles entscheidende Map. 118, 117, 103 die Punkte. Für DNS ist Ja, es immer und noch der weiteste 120. Weg. Genau, Massa immer noch Finalist. Die anderen werden es jetzt auf jeden Fall definitiv werden, wenn sie ins Ziel fahren. Jetzt gibt's Jetzt Dennis erstmal. auch erst bei 2 Runden gewinnen. Ja, der muss halt erst noch 2 Runden gewinnen. Er hat echt den längsten Aber es Weg. sind halt trotzdem, es ist halt trotzdem, wenn Massa die Runde jetzt nicht gewinnt, die nächste, Entschuldigung, dann sind es 3 Finalists und dann braucht es wieder 3 Runden, bis alle 3 durch sind. Und Ja. in der Zeit wird DNS auch noch Finalist, da kannst du von ausgehen. Ja. Es wäre nur so ungünstig, wenn dann einfach Köns direkt der Erste ist, der so gewinnt. Alles Das ist wäre schon assi. möglich, ja. Ich meine, er kann das durchaus machen. Im Moment sehen wir nur eine Warm-up-Runde. Also wir sind noch nicht live, keine Sorge. Also jetzt gerade scheiße ich so auf meinen Tipp, weil jetzt sind es halt 3 Deutsche im Finale. Das muss. Scheiß auf Köns, nimm DNS rein. Was denkt ihr denn? Wer wird es jetzt werden hier? Schreibt eure Meinung im Twitch-TV-Chat. Ich würde es gerne mal wissen. Aber nicht. Hier aber nicht. Ohohoho. Dennis Fotze hat dir geschrieben. Dennis Lotz, aber gut. DNS Köns und Thaler schreibt Likoskos. Sebster schreibt, ich glaube, Ja. Massa fliegt Ja, raus. das wäre so assi. Okay, Runde geht los. Runde geht Aber ich bin los. nervös. Spannung pur jetzt gerade eben. Es geht jetzt wirklich hier um alles oder nichts. Schafft es Massa jetzt in der Runde zu gewinnen und den Slot sicher zu machen oder werden alle anderen erstmal zum Finalist bis auf DNS? Und Köns Köns bleibt angeeckt. leicht hängen, genau. Oh, Massa Oh, auch dann hängen aber auch geblieben und Thaler Köln. kriegt einen Bug. Oh, das wäre die beste Situation für Und Dennis, der darf DNS nicht geht in angeecken. Führung. Das gibt's ja nicht. Der muss die 10 Punkte da vorne mitnehmen. Die braucht er jetzt so dringend. Oh, und er muss den Köns hinter sich halten. Was? Wir wissen nicht, ob das eine einfache Sache wird. Ich meine, er kann die Map, aber ein Bug und das hat sich erledigt. Oh, krass. Er muss halt 2 Runden gewinnen, um jetzt dann Finalist zu Boah, werden. ich bin selbst so nervös, ich kann schon kaum Ja, mehr noch ich was auch. sagen. Das ist unglaublich. Oh, Dennis macht keinen Scheiß jetzt. Mega langsam kommt er da durch. War eng, aber sehr langsam. Kommt, kein Fehler 23 jetzt. Hundertstel Er Vorsprung kommt und er durch! kommt durch! Er kommt durch mit einer 1 zu 2, 12. Was zur Hölle? Und er holt sich die 10 Punkte, aber man muss natürlich jetzt auch Boah, sagen, die wir haben Tür zu drei und der geht ausrasten. Finalisten. Drei Finalisten. Das passt Massa natürlich gar nicht mehr. Denn jetzt ist es möglich, dass DNS, wenn er noch eine Runde gewinnt oder zweimal Zweiter wird, auch zum Finalisten wird. Und vielleicht Massa gar nicht mehr so safe ist, wie es ausgesehen hat am Anfang. Meine Fresse, ey. Boah, ist das spannend, unglaublich. Alles, was nicht passiert, was nicht passieren darf, ist einfach das Künstler Runde als Erster jetzt beendet. Und er bleibt Und hängen! Köln fängt schon an, das ist so schön. Oh Oh, das mein ist Gott. richtig. Massa momentan in Führung dahinter dann Thaler und DNS. Auf der Thaler, mach 3. es. Damit das schon mal sicher ist. Das sieht gut aus da vorne. Aber es ist sehr eng. Wer wird's werden? Thaler oder Massa momentan? Oh, Thaler sehr langsam dadurch. In der engeren Linie, aber dafür sehr langsam dadurch. Oh, Christian Oh, macht jetzt keinen kann Fehler, Massa macht keinen richtig viel Fehler. Speed Und mitnehmen. das war's, Massa macht's. Wenn er nicht Wenn noch jetzt nicht Dennis aneckt. sogar noch. Wenn er jetzt keinen Fehler macht und Dennis durchkommt. Ja, schauen wir mal. Für Dennis ist es auf jeden Fall gut, für DNS, wenn er sich jetzt hier die Ja, 6 Punkte Massa kommt durch. Massa mitnimmt. ist der erste Deutsche in Paris. In der zweite Deutsche, aber der erste Deutsche durch den EU-Qualifier. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ein Deutscher durch den EU-Qualifier durchgekommen ist. Läuft. Herzlichen Oh Glückwunsch an dieser Gott. Stelle auf jeden Fall. 119 Punkte. Ich würde so sterben bei so einem Punktstand. Ja, aber er hat auf jeden Fall noch alle Chancen, denn hier geht es um 3 Slots. 2 weitere Slots können jetzt vergeben werden, dadurch, dass nur noch 3 Autos auf der Strecke sind. Ist alles drin jetzt hier für DNS. Nur Köns darf keine Runde gewinnen. Für die Deutschen. Ne? Ganz klar. Aber Köns ist momentan auf der ersten Position. Thaler auf der Gefolgt von 2. Thaler. 700stel Vorsprung hat er. Oh, Thaler, Oh, sehr Thaler kommt eng! gut ran. Oh Gott. Ist das eng? Beide ineinander, Ich das bin so gibt's am ja fast Sterben gar gerade, nicht. ey. Oh, Ich muss ein Köns mit bisschen ein bisschen vergasen, mehr Thaler. Speed.
Oh, bloß da nicht Nein, anecken. das wird Köns. Und es sieht nach Köns aus, wenn er da keinen großen Fehler mehr macht und Thaler nicht mehr zaubern kann. 1600stel. Ah, oh, das wird die Runde für Köns und. Ja, das war auch eine fette Zeit, wirklich auch nochmal richtig gut gemacht. Und jetzt kommt's drauf an: Thaler oder DNS? Letzter Slot für die ESWC 2013. Oh Gott, Leute, ich bin sowas von im Arsch. Zwischen den beiden BX3-Spielern wird jetzt die Entscheidung fallen. Wird's Thaler, wird's DNS werden? Nur einer kann es jetzt noch schaffen, nachdem sich Köns doch noch qualifiziert hat. Oh Gott, war das knapp. Und jetzt das war mal schon gucken. Richtig knapp für den, für Thaler. Eine Runde entscheidet jetzt über Paris oder nicht Paris. Wie krank ist das denn? Und ja, DNS bleibt hängen! Und das war's, das wird für Armin los! Jetzt keinen Scheiß mehr bauen, keinen Scheiß Bug kriegen und dann war's das. Wir gehen mal auf Thaler dann drauf. Mein Tipp. Dann ist es mein Tipp, verdammt Dark. Und er kann eigentlich Wasser relativ könnt. Safe durchfahren, er hat eine Sekunde und Vorsprung. Thaler, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Macht er aber nicht, glaube ich nicht. Da wird jetzt nochmal richtig Risiko gegangen und wenn da ein Bug kommt, weißt du, wie der sich aufregen wird? Oh, der fährt da nicht über den Randstein. Er verliert auch da ziemlich viel. Da kommt keiner mehr. Ich sag's dir, da kommt keiner mehr. Er hat eine Sekunde Abstand, er muss gar kein Risiko mehr machen. Da kommt nichts mehr und das war's. Thaler kommt als dritter Mann nach Paris. Och, und Dennis wird sich so ärgern. Richtig bitter für DNS. Da kommt auch der Rage Crit. Trotzdem sehr, sehr gute Leistung, Dennis, wenn du dir das VOD anschaust. Und auch natürlich eine sehr, sehr starke Leistung von unseren deutschen Vertretern. Wir haben es geschafft. Drei Slots sind vergeben. ESWC Qualifier 4 sind vorbei. Massa, Köns und Thaler werden nach Paris fahren. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an alle, die sich qualifiziert haben und natürlich auch danke an alle, die teilgenommen haben. Onion, möchtest du noch was loswerden? Ich freue mich einfach nur auf die ESWC 2013. Ich werde mich abtrainieren und hoffe dann, dass wir einfach im Dreierpack eine ziemlich fette Leistung auf der ESWC abliefern können. Ich hoffe mir gute Unterstützung und ja, das wär's von mir. Wir stehen ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschlussbild, nur so was du gerade hast bei den Dedis. Ja. Massa, Thaler, Onion, ja. So wollen wir das dann am Ende auch sehen auf dem ESWC. Ja, bitte. Egal, ich brauche nur ein bisschen Kohle. Ja. Okay, dann nicht vergessen, heute um 22 Uhr noch die letzten 2 Stunden des Zero, 12 Stunden RPG-Renns mit Shorts. Wenn euch das interessiert und ihr mal was anderes sehen wollt, könnt ihr gerne einschalten. Ansonsten danke ich euch allen beim Zuschauen, auch wenn es Samstagnachmittag war und ihr bestimmt was Besseres zu tun hattet, als uns zuzuschauen. Ihr habt es trotzdem getan. Danke dafür. Und vergesst nicht, uns zu followen auf facebook.com/wtv oder dem Channel hier auf Twitch. Danke, ohne dass du dabei gewesen bist. NP. Und danke auch an Jelle und John, auch wenn sie es jetzt nicht mehr hören, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns dann später wieder. Bis nachher. Alright.